Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Kampot, Kambodia. Worum geht es heute eigentlich? Eigentlich wollte ich euch erzählen, dass meine Auswanderung nach 27 Jahren eigentlich so dem Ende oder dem, ja, zugeht. Aber das lasse ich nochmal, erstmal jedenfalls. Ihr habt noch keine Ahnung, was ich genau mache, weil in den Kommentaren stand immer drin, wie sieht der Plan denn aus bei dir und. Meine Planung ist momentan, dass ich keinen Plan habe, wie es weitergehen soll. Es geht momentan hier alles, ja, den Bach runter, will ich mal sagen. Zuallererst gehen wir mittlerweile die Themen aus. Weil es ist alles gesagt, was Kambodscha betrifft. Visa-Runs und Visa-Geschichten, Auswanderung und. Mittlerweile decken ja drei Leute den Markt ab. Tobi, Ali und ich. Wobei Tobi ja gar nicht so über Visa und sowas spricht, sondern eigentlich mehr so die Familie. Und sein Dorfleben da filmt. Ali deckt den gleichen Markt ab wie ich, mehr oder weniger. Aber in Phnom Penh, ich halt in Kampot, aber die Themen sind die gleichen, Visa und so weiter. Und irgendwann kommt da nichts mehr. Und ich glaube auch nicht, dass hier irgendwie, ja, diese ganzen Straßenvideos, irgendwann habe ich auch alle Straßen hier durch. Also was macht man weiter? Ich habe wirklich keinen Plan. Also es gibt zwei Möglichkeiten jetzt. Was wir dazu, muss ich immer sagen, ja, meine, dass ein Video von der Pepper Farm zum Beispiel nur 800 Klicks bringt, ja, wovon 50% Abonnenten sind. Ich habe fast 3000 Abonnenten. Danke dafür erstmal. Aber die Videos werden halt nicht mehr angeklickt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder werden sie bei Google nicht bei euch eingespielt, bei den Abonnenten, oder weil ein Video, was schlecht ist, kann man ja erst als schlecht betiteln, wenn man das geguckt hat. Das heißt also, man muss schon mal drauf geklickt haben, und selbst das passiert nicht bei meinen Videos mehr. Ich habe die letzten zig Videos im Schnitt nicht mehr als 1000 Klicks, und bei 1000 Klicks ist ungefähr so die Marge 1 Euro pro 1000 Klicks. Den könnt ihr euch vorstellen, was ich damit verdiene. So knapp 30 Dollar im Monat, wenn es hochkommt. Das deckt aber nicht meine Kosten für irgendwelche Sachen ab. So, und mein Online-Shop ist auch noch. Da läuft auch momentan nichts drauf. Ich habe mich auch momentan nicht großartig drum gekümmert. Ich müsste auch mal wieder neu alles machen. Und dann natürlich meine Webseiten. Momentan ist hier auch los Season in Kambodscha, also auch in Kampot, obwohl immer noch mehr los ist als in Siem Reap. Aber wie gesagt, die Leute müssen auch das Geld zusammenhalten, damit sie über die Low Season kommen. So, also was machen? YouTube läuft nicht, online läuft nicht und meine Webseitengeschichte läuft auch nicht. Einen Job jetzt hier kriegen ist auch nicht so einfach, weil, wie gesagt, Low Season, die Leute brauchen kein Barmanager und ja. Also, wenn ich sehe, dass jemand in der Soi 6 nur hoch und runter die scheiß Fliegen hier läuft und jeden Tag immer Soi 6 hoch und Soi 6 runter, Pattaya, ja, der hat 50.000, 60.000 Abonnenten und hat 20, 30, 40, 200.000 Views. Da stellt sich mir die Frage, ob ich nicht nach Pattaya zurück sollte, keine Kommentare mehr machen, einfach nur hoch und runter laufen und damit dann wenigstens 300, 400 Dollar im Monat mit YouTube reinkriegen oder auch mehr.
Oder aber in den nächsten Flieger steigen und nach Deutschland fahren, fliegen. Das wäre so die letzte Option, die ich ja, machen würde wollen. Ja, oder eben eine Flasche Wodka und sich die Birne zuziehen und hoffen, dass man dann morgens nicht wieder aufwacht. Aber das, so weit bin ich auch noch nicht. So weit werde ich auch nie werden kommen. Ja, wie gesagt, mein Rechner spinnt jetzt rum. Ich kann keine Livestreams mehr machen von hier aus, die auch bei den Leuten ganz gut ankamen. Da mein Rechner, ich habe beide Buchsen, einmal die Klinken, einmal den USB, beide beide Mikrofone brummen, einmal das Headset und mein USB auch. Das kann ich euch nicht anbieten. Ich habe hier eine scheiß Fliege, sag mal, haust du ab. So, und ja, ich habe wirklich keinen Plan. Das zum Thema, wie ist mein Plan? Ich habe keinen. Ja, und die Mistviecher hier. Doch lieber wieder ein Zimmer füllen. Nein. Ich weiß es nicht. Rente kriege ich erst in 7 Jahren, wenn überhaupt. Also damit brauche ich auch nicht hoffen. 7 Jahre nach Deutschland gehen und auf meine Rente warten. Die erlebe ich dann in Deutschland wahrscheinlich nicht. Ich war schon mal 1,5 Jahre da, zu Covid-Zeiten. Da habe ich 30 Kilo zugenommen und war sehr gefrustet und war sehr depressiv zu der Zeit. Also das kommt für mich auch schon mal irgendwie gar nicht in Frage. Also wenn es nicht anders geht, muss ich ja wohl, aber tja. Hier kann ich momentan auch nichts machen, weil wie gesagt, mir fehlt die Kohle. Dank meiner tollen Idee, eine Bar in Siem Reap aufzumachen. Und da kommt ihr wieder, ja, hättest du eine Marktanalyse machen müssen oder irgend so ein Scheiß. Marktanalyse habe ich eigentlich gemacht, weil ich war ja vorletztes Jahr schon im November dort für 2 Monate. Ich glaube von Oktober, September, Oktober, November. November bin ich, glaube ich, nach Thailand zurück. Aber nicht, weil es mir nicht gefallen hat oder weil hier nichts los war, sondern wegen YouTube-Geld, weil ich das Apple Western in Union immer abholen musste. Das hat sich ja mittlerweile erledigt. Und da war das Siem Reap war voll. So, und als ich dann im März wieder hier aufgeschlagen bin und bis ich dann meine Bar aufgemacht habe, war eigentlich auch immer alles gut besucht. So bis April, Mai. So war gut besucht und da war meine Analyse natürlich, okay, wir sind viele, viele Leute, das ganze Jahr fast über, also passt schon. Also Marktanalyse abgeschlossen, gemacht. Und ja, als ich dann meine Bar auf hatte, dann kam der neue Flughafen, 50 Kilometer weit weg. Dann hatte die Regierung ja gesagt, oh, 15% mehr Touristen kommen wegen internationale Direktflüge, die aber nicht kamen. Wir hatten noch nicht einen Flieger da, der international geflogen ist. Das kam irgendwann mit Brunei Air dann, der erste, glaube ich. Aber jetzt ist, glaube ich, immer noch Brunei Air der einzige, der direkt fliegt oder so ähnlich. Es geht immer noch alles über Bangkok oder Singapur, die meisten Flüge. Und ja, dann hatte die Regierung auch irgendwann mal gesagt, dass diese 30 Dollar Touristenvisa-Einreisegebühr fallen werden, dass es also nichts kosten wird, aber nur für Siem Reap. Auch das kam nicht. Ja, und dann irgendwie blieben die Touristen aus und ja, die Expats haben sich auch langsam verpieselt und dann kam nichts mehr. Und es ist immer noch nichts da, großartig. So, und jetzt ist los, hießen sowieso wieder, ja, was willst du denn machen? Und Bar, habe ich mich auch ein bisschen verkalkuliert, ja, stimmt. Weil die Kosten waren für den Bau nachher doch höher als eingeplant waren, weil da war irgendwas wieder kaputt und da ist was zusammengebrochen beim Bau und dieses und jenes und hat dann im Endeffekt ein Drittel mehr gekostet, als es sollte. Also demnach war mein Erspartes dann auch fast aufgebraucht. Dann lief es die ersten, ja, 2, 3 Monate, es ging, hatte einige Expats da rumsitzen, bis ich es dann rumgesprochen hat erstmal. Problem war, es gab keine Staffs.
das war auch so eine Sache, wo ich sagte, das kann doch nicht sein. Man muss doch hier irgendwo eine Angestellte kriegen. Nein, auch nicht. Also musste ich wieder selber ran. Gott sei Dank darf man das hier. In Thailand wäre es so gewesen, dass ich meine Bar hätte 3 Monate zulassen müssen oder 4, bis ich Angestellten gefunden hätte. Also das war schon wieder vorteilhaft, aber was bringt das, wenn es die Kosten nicht wirklich deckt? Ja, und dann ging das Geld da rein. So, vom letzten Geld bin ich dann hier runter nach Kampot und habe gedacht, hier läuft irgendwas ein bisschen. Da gehe ich mal, wenn Sie irgendwo eine Bararbeit finden oder ein paar bessere Videos drehen. Ja, die Videos sind mehr geworden wieder. Aber mittlerweile gehen mir wirklich auch die Themen aus. Also da passiert auch nichts. Und die Klickrate ist natürlich sehr, sehr bescheiden. Und da muss ich sagen, ich hatte, ich glaube, in Thailand noch nicht ein Video, was unter 2.000, 3.000 Klicks war. Und da bin ich auch nur die Straßen gelaufen oder gefahren. Und ja, passt hier in Kambodscha. Irgendwie ist der Markt Kambodscha nicht so toll. Obwohl, es gibt ja deutschsprachige, nee, die haben 15, 20, 30.000 Klicks hier auch. Also kann es ja nicht so uninteressant sein. Also liegt es ja vielleicht doch an mir oder ich habe keine Ahnung. Ja, wollte ich euch nochmal mitteilen. Also wie gesagt, Live-Videos kann ich momentan nicht machen, weil mein Telefon, achso, das ist auch noch kaputt. Ja, kann ich gar nicht mehr aufladen. Da muss ich beistehen und den Stecker so rein und festhalten. Mein Rechner, ja, habe ich ja erklärt, aber die Batterie kommt ja auch schon hoch. Also der gibt die nächsten Tage den Geist auf. Wenn der den Geist aufgibt, dann gibt es überhaupt keine Videos mehr, weil ich kann das nicht mehr schneiden und nichts oder hochladen. Und ja, wollte ich euch nochmal mitteilen. Ja, und ihr könnt ja auch mal, obwohl, ihr habt ja mal mitgeteilt, ich soll die Pfefferfarm machen, habe ich gemacht, hat nichts gebracht. Ihr könnt ja trotzdem mal ein paar Themen anschneiden. Versicherung brauche ich nicht mehr anschneiden, hat Ali ja schon hochgeladen, das Teil. Also wenn ihr mit Versicherung irgendwas wissen wollt, guckt bei Alternative Thailand nach. Der hat ja drei oder ein paar Versicherungen rausgesucht für euch, die ihr in Kambodscha benutzen könnt. Brauche ich also auch das Thema nicht mehr anfassen. Bringt ja nichts, wenn ihr alles 6-mal gucken müsst oder könnt oder müsst. Nee, müsst. Ja, also bleibt mir eigentlich nur noch Straßenvideos zu machen, die gegen gehen, fahren. Oder eben halt, ja, in der Bar die Videos, die Mädels, die wollen hier nicht aufgenommen werden. Die sind also wirklich schüchtern und verklemmt. Die meisten, alle haben sie Familie und alle haben sie Angst, dass man da irgendwo, dass sie das irgendwo im Internet sehen, dass sie in der Bar arbeiten. Also da wird auch nicht viel passieren. Auf meinem zweiten Kanal habe ich ein Barvideo hochgeladen. Das wurde von YouTube nicht mal monetarisiert, weil ist nicht werbetauglich, weil bla bla bla, keine Ahnung, was da wieder falsch war. War nichts Obszönes drin, keine Brüste gezeigt, Nacken oder irgendwas, gar nichts. Ich habe keinen Plan. So, das zur Planung. Ich hoffe, dass, ja, wir gucken mal, was weitergeht. Naja, sollte ich nach Deutschland fliegen müssen, werdet ihr das gewahr werden. Sollte mein Rechner kaputt gehen, ganz und gar explodieren, was, denke ich mal, nächste Woche, übernächste Woche wahrscheinlich passieren wird, weil der wird immer schlimmer, dann werdet ihr das mitkriegen, weil kein Video mehr kommt. Und ja, sollte noch ein Wunder geschehen, sage ich mal, so muss ich mal sagen, sollte ein Wunder geschehen, dass ich hier noch irgendwas in Kampot aufziehen kann, meinetwegen einen kleinen Imbiss machen hier oder sowas, dann erfahrt ihr das natürlich auch. Ich habe wirklich, wie gesagt, noch keinen Plan. In diesem Sinne, Tschüssikowski, euer Tom. I've been flying from town to town.